Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meiner Artikelserie zum Thema komplexe Zahlen. Heute soll es um die imaginäre Zahl J gehen oder wie die Mathematiker sagen I. Und es soll darum gehen, warum man eine minus 1 erhält, wenn man diese imaginäre Zahl quadriert. Also J mal J bzw. I mal I ergibt minus 1. Wenn man sich die Zahl mal anschaut oder überhaupt eine komplexe Zahl mal anguckt, dann kann man erstmal anfangen mit einer normalen, reellen Zahl, mit einer 1. Und wenn man diese Zahl mit J mal nimmt, dann dreht man im Prinzip diesen Zeiger um 90 Grad nach oben und erhält letztendlich dann die Zahl J. Das heißt, die Zahl J erhält man einmal, indem man sagt, A ist gleich J, oder indem man eine 1 nimmt und diese um 90 Grad dreht. Das heißt, das gleiche ist auch a gleich 1 mal e hoch j 90 Grad. Wenn man die Zahl jetzt weiter dreht, und zwar wieder um 90 Grad, dann erhält man die Zahl minus 1. Das heißt, man bekommt a ist gleich j mal j, einmal mal j genommen, dann wieder um 90 Grad gedreht, ist nochmal eine Multiplikation mit j. Also jedes Mal, wenn wir um 90 Grad drehen, multiplizieren wir mit j. Und erhalten hier minus 1. Das heißt, j mal j ist gleich minus 1. Und das ist der Grund, weshalb j Quadrat gleich minus 1 ist. Also man dreht die Zahl eben zweimal um 90 Grad. Wenn man sich das in Polarkoordinaten anschaut, dann ist entsprechend a gleich 1 mal und dann zweimal um 90 Grad gedreht. 90 Grad plus 90 Grad ergibt eben diese 180 Grad. Gut, das kann man jetzt so weitertreiben. Wenn man das nochmal mit J multipliziert, dann geht aus der minus 1 ein minus J, also entsprechend eine Drehung um 270 Grad oder um minus 90 Grad, was letztendlich das gleiche bedeutet. Und wenn man dann noch einmal um J dreht, also mit J multipliziert um 90 Grad dreht, dann erreicht man wieder die Zahl 1. Also man hat viermal gedreht. Das heißt, man hat eine Zahl 1 mal e hoch j 0 Grad. Und das ist das gleiche wie 360 Grad.